Ja, also in meinem Vortrag geht es eben um Infektionsprophylaxe und Impfungen. Ein Teil davon ist sicherlich allgemeingültig auch für andere Tumoren, aber ein Teil der Empfehlungen gilt sicher hauptsächlich für hämatologische Erkrankungen, eben wie vor allem Lymphom und das Myelom. Das, was wir besprechen werden, ist mal grundsätzlich, warum es überhaupt eine Abwehrschwäche da bei onkologischen Erkrankungen, dann eben die allgemeine Prophylaxe mit Impfungen, also welche Impfungen werden überhaupt empfohlen und warum, die sonstige allgemeine Prophylaxe, dann spezielle Prophylaxe bei Leukopenie, also bei verminderter Zahl von weißen Blutkörperchen, bei Therapie mit Bortezomib, also das ist Velcade, und bei Therapie mit Cortison, insbesondere hochdosiertem Cortison. Gut, wenn wir mal grundsätzlich zur Abwehrschwäche was sagen, warum ist das eigentlich so, warum haben Patienten mit diesen Erkrankungen überhaupt eine Abwehrschwäche? Also man redet immer von veränderter Immunkompetenz, aber das heißt eigentlich nichts anderes, als dass die Immunabwehr vermindert ist. Es gibt Erkrankungen, bei denen das von Geburt an so ist. Das ist zum Beispiel Severe Combined Immunodeficiency, also SCID, aber darum geht es jetzt nicht. Aber es gibt auch einige Zustände, wo das eben sekundär auftritt im Laufe des Lebens. Und Sie sehen gleich, dass viele dieser Dinge, die hier angeführt sind, eigentlich für Patienten mit hämatologischen Erkrankungen zutreffen. Also einerseits die Krankheit selbst, insbesondere auch das Myelom, aber auch Strahlentherapie, Chemotherapie, hochdosierte Cortisontherapie, also alles Dinge, die eigentlich auch vorkommen können bei den Krankheiten. Und auch manche neuere Medikamente können das machen, wobei das eben Substanz- und dosisabhängig ist. Und hier sehen Sie eben verschiedene Zellen des Immunsystems, von denen dann gerade bei den hämatologischen Erkrankungen einige direkt betroffen sind, also zum Beispiel die B-Zellen, die für die Abwehr zuständig sind, das sind gerade die Zellen, die bei den Lymphomen eben auch entartet sind und auch die Plasmazellen, die eben für die Antikörperproduktion zuständig sind, das sind gerade die Zellen, die beim Myelom entartet sind. Also das trifft dann gerade die Zellen der Immunabwehr. Außerdem ist es eben so, dass die Haut- und Schleimhautabwehr bei diesen Krankheiten oft geschädigt ist, zum Beispiel durch eine Strahlentherapie kann es sein, dass die Schleimhaut geschädigt ist. Und dadurch ist einfach die Eintrittspforte für Keime erleichtert. Auch ein Harnkatheter kann eine Eintrittspforte sein, weil die Keime einfach über den Schlauch in die Blase gelangen können. Und auch die Erkrankung selbst kann das Immunsystem schwächen. Es gibt da verschiedene Untersuchungen und im Prinzip zeigt sich, dass eigentlich alle Komponenten des Immunsystems geschwächt sind bei diesen Krankheiten. Also die T-Zell-Antwort, also Antwort auf fremde Antigene, fremde sozusagen Immunstimuli. Die B-Zell-Antwort der gesunden Zellen ist vermindert, insbesondere natürlich bei Lymphomen, wo die B-Zellen eben befallen sind. Natürliche Killerzellen, die da oben sehen Sie eine solche natürliche Killerzelle, die hier ein fremdes Antigen eben gerade angreift und dann sozusagen fressen möchte, sind auch weniger aktiv und die Antikörperspiegel sind insgesamt niedrig durch Therapie, aber auch einfach durch die Erkrankung des Knochenmarks und durch die Erkrankung der Zellen, die diese Antikörper produzieren, eben die Plasmazellen. Nun zur allgemeinen Prophylaxe, eben zu den Impfungen, weil das sozusagen ein spezielles Thema des Vortrags ist. Was kann man dazu sagen? Das habe ich wieder sozusagen unterteilt, diesen Teil wiederum in 6 kleine Fragen. Es gibt eben ein erhöhtes Infektionsrisiko, gerade durch impfpräventable Erkrankungen bei den Lymphomen und beim Myelom. Das werden wir uns anschauen, welche das sind. Der Impferfolg ist fraglich bei normalen Impfungen, also das ist nicht so wie bei einem gesunden, dass man einfach genau das gleiche Impfschema geben kann und das wird funktionieren. Die Durchführung von Lebendimpfungen ist riskant. Also möchte ich kurz was sagen, es gibt eben spezielle Empfehlungen, wichtig ist die Umgebungsprophylaxe und dann ist halt noch die Frage von Reiseimpfungen, falls die mal auftaucht, auch zu stellen. Erhöhtes Infektionsrisiko, da haben wir schon gehört, es geht eben um eine Schwächung aller Komponenten des Immunsystems durch die Erkrankung oft, aber auch durch die Tumortherapie. Sie haben dann ein erhöhtes Risiko für banale Infektionen, also auch für die normale Verkühlung und vor allem auch ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf dieser Infektionen. Also eine normale Verkühlung kann dann schneller mal zu einer Lungenentzündung werden und dann auch einen Spitalsaufenthalt nach sich ziehen. Die Messung des Risikos für einzelne Personen, wenn Sie sich jetzt die Frage stellen, wie schaut das denn mit mir aus, ist relativ schwierig, weil man verschiedene Tests hat, weil die alle letztlich nicht genau aussagen können oder nicht genau vorhersagen können, wie groß das Risiko ist. Man kann die Antikörperlevel sich anschauen, man kann schauen, wie hoch die Zahl der Lymphozyten ist,
Man kann schauen, wie gut sich die Lymphozyten vermehren. Das sind diese Lymphozyten-Proliferationstests. Wenn sozusagen ein Antigen auf diese Lymphozyten gegeben wird, wie gut sie reagieren, wie sie sich vermehren, wie sie darauf reagieren. Aber all das lässt keinen wirklich ganz strikten Schluss darauf zu, wie das Immunsystem wirklich bei dem einzelnen Patienten funktioniert. Das ist im Übrigen ein Antikörper, das Bild, das Sie da unten sehen. Aber letztlich ist es eben so, dass man halt doch für sehr viele Erkrankungen ein erhöhtes Infektionsrisiko hat. Und gleichzeitig ist es so, dass der Impferfolg, wenn Sie impfen für eine Krankheit, nicht immer erreichbar ist und meist auch nicht vorhersehbar ist, gerade während der Krankheit, aber insbesondere unter Therapie. Man kann dann die Impftiter kontrollieren. Das sehen Sie hier so eine Kurve. Also das wäre jetzt bei einem Gesunden, bei einer Impfung zum Beispiel, die Sie dreimal geben. Dann sehen Sie, Sie haben hier eben die Impfung, dann steigt eben die Immunantwort, der Antikörperspiegel und dann bei der zweiten Impfung geht es dann noch höher und bei der dritten ist das dann sozusagen ein Niveau, das lange hält. Ja. So soll es bei den Gesunden sein. Es gibt auch Impfungen, da muss man nur einmal impfen und das geht dann schon so hinauf und die Immunantwort hält. Aber das Problem ist eben, dass genau dieser Verlauf bei erkrankten Personen oder bei Personen mit verminderter Immunabwehr nicht so gut vorhersagbar ist. Es kann sein, dass das dann einfach da nicht ansteigt am Schluss. Ich versuche da immer meine Maus. Ja, dass es da einfach nicht ansteigt. Wenn man diesen Impftiter, also den Spiegel zum Beispiel des Antikörpers misst, dann kann man so sagen, wenn der positiv ist, das ist ein Hinweis darauf, dass das Immunsystem sich mit der Impfung einmal auseinandergesetzt hat. Da gibt es eine Antwort. Aber die Tests sind nicht für jeden Impfstoff möglich. Sie sind auch nicht standardisiert. Also wenn man sie im Labor A misst oder im Labor B misst, sagt das nicht immer das Gleiche aus. Das sind auch Spezialtests, die meist nicht routinemäßig verfügbar sind. Die können Sie nicht überall machen. Und wenn Sie auch Immunglobuline bekommen zur Abwehrverbesserung, dann ist das nicht verwertbar, weil dann haben Sie natürlich durch eine Infusion Immunglobuline bekommen, die werden dann gemessen, das sind genau diese Immunglobuline, diese Antikörper, aber die haben Sie gar nicht selbst produziert und die halten auch nicht lang, weil die werden wieder abgebaut. Die Lösung ist dann zum Beispiel, dass man einen gewissen Abstand zur Tumortherapie hält und dann erst impft, zum Beispiel 3 Monate Abstand zur letzten Chemotherapie wird da immer so angeführt und dann erst impft, weil dann das Immunsystem sich wieder etwas erholt hat oder dass man eben Impfungen wiederholt, weil dann natürlich die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass diese Auseinandersetzung mit dem Antigen auch erfolgt. Lebendimpfungen sind riskant, wieso? Weil Lebendimpfungen sind meistens also abgeschwächte Erreger, sozusagen Erreger, denen irgendwie die Hände und Füße abgehackt sind sozusagen, die eigentlich normalerweise im Gesunden nichts tun können, aber bei Patienten mit verminderter Immunabwehr können die sich trotzdem vermehren und trotzdem auch die Krankheit auslösen. Da gibt es, muss man auch sagen, wenig Berichte dazu, gerade bei Patienten mit Lymphomen und Myelomen. Aber ich habe zum Beispiel einen Bericht gefunden von einer Patientin mit einem, das war nicht einmal ein Lymphom, das war eine Mammakarzinom-Patientin, unter Chemotherapie, die einfach eine Impfung gegen Gürtelrose bekommen hat. Das ist eben ein attenuierter Lebendimpfstoff und die eine generalisierte Gürtelrose dann bekommen hat. Und das ist also nicht eine Erkrankung, wo das Immunsystem an sich geschwächt ist. Das war nur durch die Chemotherapie. Also da hat man doch ein erhöhtes Risiko, dass dann statt nur die Impfung, sondern dass eben auch die Krankheit ausbricht. Totimpfstoffe sind aber ohne erhöhtes Risiko. Aber natürlich, wie schon gesagt, kann es sein, dass der Impferfolg nicht ganz so ist, wie man sich das wünscht. Ja, was sind jetzt die speziellen Empfehlungen, die es gibt? Es wird empfohlen, jährlich gegen Influenza zu impfen, also die normale Grippeimpfung. Es wird die Pneumokokkenimpfung empfohlen für Patienten mit einfach unter Therapie mit onkologischen Erkrankungen. Es wird eine Impfung gegen Haemophilus influenzae empfohlen. Ich gehe da noch kurz auf diese Impfungen ein. Eventuell kann man da einen Konjugatimpfstoff nehmen, das heißt einen Impfstoff, wo beide Antigene zusammen sind, weil das die Antwort möglicherweise verbessert, die Immunantwort. Und normalerweise sind das Impfungen, die man nur einmal gibt, aber man kann eben dann überlegen, ob man diese Impfung eben wiederholt, insbesondere nach Ende der Therapie noch einmal gibt, um die Immunantwort zu verbessern. Gut, Grippeimpfung. Sie wissen alle, was die Grippe ist. Das Problem ist eben bei Patienten mit Lymphomen und Myelom, aber auch sonst bei Patienten unter Chemotherapie, dass die Grippe eben nicht die Grippe bleibt, sondern dass es oft dann zu bakteriellen Superinfektionen kommt, dass eben Bakterien das ausnützen, die Krankheit, die Immunschwäche des Menschen ausnützen und dann es zu einer Lungenentzündung zum Beispiel kommt, die dann eben einen schwereren Verlauf nehmen kann. Deswegen ist eben im österreichischen Impfplan, wie auch international, für immunsupprimierte Personen diese Grippeimpfung besonders empfohlen. Die Impfung soll einmal jährlich erfolgen, natürlich günstigerweise vor der Grippewelle, also das bedeutet irgendwann im Herbst.
Und bei Krebspatienten kann man sich überlegen, ob man nach 3 Monaten eben noch einmal auffrischt. Also wenn man zum Beispiel eine Therapie bekommt in den Winter hinein, dass man sagt, man impft im Oktober und dann noch einmal im Jänner zum Beispiel oder im Februar. Solange man die Infektion noch nicht hat, auch wenn die Grippewelle schon im Umlauf ist, aber solange man noch nicht angesteckt ist, hilft das. Also auch wenn man Mitte Februar impft. Ja. Bei fieberhaften Erkrankungen soll man gerade diese Impfung verschieben. Die Kosten sind gering, 18 Euro pro Jahr, beziehungsweise wenn Sie in Wien in den Impfstellen der MA 15 impfen, nur 10 Euro im Jahr. Ist also sicher zu empfehlen. Die Pneumokokkenimpfung, Pneumokokken, das sind diese kleinen Dinger da unten, sieht man jetzt nicht. Was machen Pneumokokken? Hauptsächlich machen sie respiratorische Infekte, also Infekte der oberen Atemwege bis zu Bronchitis und Lungenentzündung. Pneumo, die Lunge, also die Lungenentzündung und aber auch Mittelohrentzündung. Die Impfung ist für gesunde Personen eigentlich offiziell zugelassen ab dem 50. Lebensjahr, weil die Studien einfach nur mit diesen Patienten gemacht wurden, aus dem ganz einfachen Grund, weil bei gesunden Patienten natürlich früher in jüngeren Jahren bei gesundem Immunsystem die Wahrscheinlichkeit einfach gar nicht so hoch ist, dass die jetzt eine Pneumokokkenpneumonie bekommen, und eine Studie hat dann natürlich nur dort einen Sinn, wo die Patienten auch wirklich oder die Menschen auch wirklich gefährdet sind, diese Infektion zu bekommen. Das bedeutet aber nicht, dass man nicht vor dem 50. Lebensjahr schon impfen kann. Und wir würden schon empfehlen, dass also immunsupprimierte Personen eben unter Therapie oder mit entsprechenden Erkrankungen eben schon früher geimpft werden. Normalerweise bei immunkompetenten Erwachsenen, das heißt eben bei Patienten mit gesundem Immunsystem, impft man das ein einziges Mal und muss es nicht mehr auffrischen. Krebspatienten, wie schon gesagt, möglicherweise einfach während der Therapie impfen und dann 3 Monate nach Ende der Therapie nochmal. Die Impfung gibt man eben einmal bzw. bis zweimal je nach Auffrischung und kostet 100 Euro pro Stück, nennt sich Prävenar. Dann die Hämophilus-Impfung. Hämophilus war früher der häufigste Erreger der eitrigen Gehirnhautentzündung, insbesondere bei Kindern. Jetzt ist das im Impfplan bei Kindern enthalten. Die Durchimpfungsrate ist natürlich entsprechend hoch, deswegen ist das nicht mehr so häufig. Aber bei immunkomprimierten Erwachsenen ist natürlich, die nicht geimpft sind insbesondere, ist natürlich schon die Gefahr da, dass diese Infektion auftritt. Bei Erwachsenen muss man das normalerweise auch wieder nur einmal geben. Bei Krebspatienten wiederum kann man überlegen, das dann ein zweites Mal zu geben, in einer guten Phase der Krankheit ohne Therapie. Und der Impfstoff kostet 50 Euro und heißt Act-Hib. Und wie gesagt, es gibt auch diesen Konjugat-Impfstoff Hämophilus und Pneumokokken. Ja, Umgebungsprophylaxe, das ist besonders wichtig. Das heißt, wenn Sie jetzt zum Beispiel immunsupprimiert sind durch eine Therapie oder durch die Krankheit selbst, dann ist es besonders wichtig, dass zu Hause die Menschen in ihrer Umgebung diese Infektionen nicht haben. Das heißt, der Partner sollte natürlich Pneumokokken geimpft sein, sollte Grippe geimpft sein und sollte sozusagen die Impfungen erhalten, die man normalerweise selbst auch macht, aber wo man ja nicht weiß, ob der Impfschutz hundertprozentig ist. Aber das ist eine Prophylaxe dann an sich schon, wenn die Mitbewohner eben auch geimpft sind gegen diese Erkrankungen. Reiseimpfungen. Da gibt es leider keine speziellen Empfehlungen für Personen mit geschwächtem Immunsystem. Also ich muss auch sagen, diese anderen Empfehlungen, die ich Ihnen gezeigt habe, sind auch nicht aus Studien. Das sind Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts in Deutschland. Gibt es in den USA auch ein großes Institut, das die gleichen Empfehlungen eigentlich herausgibt, aber so richtig placebo-kontrolliert randomisierte Studien gibt es dazu nicht. Aber zu den Reiseimpfungen gibt es nicht einmal Empfehlungen, leider. Jedenfalls keine Lebendimpfstoffe. Totimpfstoffe kann man alle impfen, machen kein Risiko, Lebendimpfstoffe nicht. Ja, was kann man sonst noch eben als allgemeine Prophylaxe tun? Prinzipiell kann man immer überlegen bei Patienten, die immer wieder Infektionen bekommen, insbesondere Patienten mit Antikörpermangel, dass man eine antibiotische Prophylaxe gibt, zum Beispiel mit Ciproxin oder Tavanic, also das ist Ciprofloxacin oder Levofloxacin, wobei man sagen muss, das ist sehr individuell zu entscheiden. Da gibt es die einen Patienten, die Antibiotika schlecht vertragen, die immer Durchfall bekommen, denen schlecht wird, die auch nie Infektionen haben, da wird man das nicht überlegen. Und da gibt es die anderen Patienten, die ständig Fieber haben und denen das eigentlich nichts ausmacht, Tabletten zu nehmen, da wird man das eher geben. Also da gibt es keine wirklich klaren Richtlinien und Empfehlungen, aber das ist etwas, was man auf jeden Fall überlegen kann und soll, wenn immer wieder Infektionen auftreten. Insbesondere soll man das überlegen unter Therapie mit Bortezomib, eben Wilcade, bei vorangegangenen Infektionen, wenn der Patient die Antibiotika eben gut verträgt, eben auch sozusagen berücksichtigend den Wunsch des Patienten, der ja selber wissen wird, wie gut er es auch verträgt.
Und vor allem während der Phase der Neutropenie, da komme ich dann nachher noch dazu, also wenn die weißen Blutkörperchen vermindert sind. In speziellen Fällen kann man auch überlegen, Immunglobuline zu substituieren, das sind eben Antikörper. Das ist bei Patienten mit Antikörpermangel, das kann man also sehen in der Elektrophorese, die Patienten mit Myelom kennen das, diese Kurven, das hinten, das dann abgeflacht, das heißt, dass die Antikörper weniger sind, die Immunglobuline. Und wenn dann auch noch dieser Patient immer wieder Infektionen hat, dann kann man eben überlegen, monatlich Immunglobuline zu substituieren. Das ist eine Infusion im Monat. Ja, Leukopenie ist jetzt ein spezieller Fall, jetzt kommen wir eben zu den spezielleren Fällen. Was bedeutet das? Das ist eben eine Abwehrschwäche durch eine verringerte Zahl an weißen Blutkörperchen. Sie sehen da eben, das wäre jetzt sozusagen ein Blutausstrich, und da sehen Sie diese vielen Abwehrzellen, diese kleinen hellrosa, das sind die roten Blutkörperchen, und das andere sind die weißen Blutkörperchen, die für ihre Abwehr zuständig sind, und wenn die vermindert sind, dann schaut das eben so aus. Und dann können Sie sich vorstellen, dass da auch weniger Abwehr möglich ist. Leukopenie wird definiert als verringerte Zahl an weißen Blutkörperchen. Der Normalwert ist 4 bis 10 Giga pro Liter, also mal 10 hoch 9 pro Liter. Der Risikobereich ist kleiner 1 mal 10 hoch 9 pro Liter. Das heißt, der Normalwert ist 4 bis 10. Wenn Sie da ein Sternchen stehen haben und Sie haben 3 oder 2,5, dann ist das an und für sich noch keine wirkliche Abwehrschwäche. Da sieht die Natur schon vor, dass da noch ein gewisser Sicherheitsbereich dazwischen ist. Aber unter 1500 oder 1000, also unter 1,5 oder 1, da würden wir dann schon davon sprechen, dass ein Risikobereich gegeben ist. Insbesondere innerhalb dieser vielen weißen Blutkörperchen, Sie haben es gesehen, die schauen alle da unterschiedlich aus. Die unterscheidet man. Und insbesondere die Neutrophilen, die also für die bakterielle Abwehr notwendig sind, wenn die unter 500 pro Mikroliter sind, also unter 0,5 mal 10 hoch 9 pro Liter, dann würden wir von einem stark erhöhten Risiko sprechen. Das ist dann wirklich die Leukopenie, wo man sich überlegen soll, was man tut. Therapiemaßnahmen, eine antibiotische Prophylaxe, da gab es immer wieder Studien, wo man nicht genau wusste, bringt das jetzt was oder bringt das nichts. Es gab jetzt gerade vor 3 Monaten eine sehr große Meta-Analyse mit ganz vielen 1000 Patienten, die gezeigt hat, dass durch die antibiotische Prophylaxe in dieser Situation nicht nur die Häufigkeit von Infektionen vermindert wird, sondern auch die Mortalität der Patienten gesenkt wird. Also das heißt, das spricht schon sehr stark dafür, dass man in der Phase der Leukopenie eine antibiotische Prophylaxe gibt, wie zum Beispiel 2x250 Ciproxin oder 1x500 Tavanic. GCSF-Prophylaxe, also das ist das Neupogen oder Razuprastim oder Zazio, weiß nicht, welchen Handelsnamen Sie da kennen. Das gibt man prophylaktisch bei einer erwarteten Neutropeniedauer von mehr als 5 Tagen. Warum nur dann? Weil das nämlich erst nach 5-6 Tagen wirkt. Und wenn Sie sozusagen das bei jeder Neutropenie geben und die ist aber nach 2 Tagen aus, dann wirkt es dann, wenn die weißen Blutkörperchen schon wieder normal sind, und dann hat es keinen Sinn. Aber das gibt man natürlich als Prophylaxe, insbesondere bei Patienten, die nach Chemotherapie meistens so einen starken Abfall der weißen Blutkörperchen haben. Da ist das eine Standardprophylaxe. Menschenansammlungen und Kinder vermeiden, also ich halte das mit den Kindern für besonders wichtig. Wer ein verschnupftes Kind oder Enkelkind hat, das ist meiner Meinung nach ein guter Garant dafür, dass man krank wird, insbesondere eben, wenn man Leukopen wird. Also das geht jetzt, möchte ich wirklich sagen, nicht für Patienten, die nicht Leukopen sind. Ja? Man soll es nicht grundsätzlich Menschenansammlungen und Kinder vermeiden, aber in der Phase, wo man stark gefährdet ist, ist es wahrscheinlich eine gute Idee, nicht mit einem rotzenden Kind zu schmusen. Das zweite, was jetzt ein spezielles Problem ist, Bortezomib und Gürtelrose, eben das Velcade, da gibt es ein spezielles Problem, nämlich dass hier es sehr häufig zu einer Aktivierung der Gürtelrose kommt. Was ist die Gürtelrose? Das ist eben, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, da ist im Verlauf eines Nervens treten Hautveränderungen auf, die sehr schmerzhaft sind, und klassischerweise ist das nur auf einer Seite. Deswegen kann das eben so ausschauen, dass wirklich hier in der Mittellinie Schluss ist und nur dieser eine Nerv hier betroffen ist. Das Virus, das dafür verantwortlich ist, nennt sich Varicella-Zoster-Virus. 25-30% aller Menschen bekommen im Verlauf ihres Lebens eine Gürtelrose. Die meisten Menschen haben diese Viren irgendwo in sich, man infiziert sich irgendwann in der Jugend, und die werden dann einfach, die gehen dann schlafen sozusagen in den Nervenganglien, dort bleiben sie. Und wenn dann das Immunsystem geschwächt ist, dann werden sie aktiv und lösen die Gürtelrose aus. Das kann gesunden Patienten auch passieren, wenn sie zum Beispiel einen Sonnenbrand bekommen oder wenn sie einfach abwehrgeschwächt sind, dass sie dann auch eine Gürtelrose bekommen im Rahmen einer anderen Infektion. Also das ist keine Neuinfektion, das ist eben eine Reaktivierung, besonders beim geschwächten Immunsystem.
Das wesentliche Risiko dieser Krankheit ist die Postzosterneuralgie. Das sind starke Schmerzen, die auftreten und die dann auch bleiben können, weil das einfach im Verlauf eines Nerven ist und der Nerv so stark geschädigt wird. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man diese Krankheit, diese Reaktivierung früh erkennt und therapiert mit einer suffizienten Schmerztherapie. Mit einer ausreichenden Schmerztherapie, auch über mehrere Wochen oder sogar Monate, dann kann man verhindern, dass sich dieser Schmerz ins Schmerzgedächtnis eingräbt und dann auch bestehen bleibt. Weil es viele Patienten, da klingt das dann ab und das tut dann im Laufe des Lebens immer, immer weh. Und das muss man eben schon sehr früh behandeln. Das heißt, was Sie als Patient machen können, ist, dass wenn Sie sowas mal haben, dass Sie dann gleich sich melden und schreien und auch entsprechend zum Arzt gehen, damit eine Behandlung ganz früh beginnen kann. Impfen kann man gesunde Erwachsene mit dem Zostervax-Impfstoff, aber das ist leider ein Lebendimpfstoff. Bei Immunsupprimierten ist da die Gefahr einer schweren Gürtelrose, ich habe es eh schon erwähnt. Deswegen ist das leider für immunsupprimierte Personen keine Option. Es gibt jetzt mehrere Studien, die gezeigt haben, dass bei Patienten unter Bortezomib-Therapie diese Gefahr einer Zosterreaktivierung sehr hoch ist. Das eine ist die VISTA-Studie, da gab es eine Therapie mit Bortezomib, Melphalan und Cortison versus eine Therapie, wo nur das Velcade dann gefehlt hat. Und Sie sehen, dass die Gürtelrose viel häufiger war in dem Arm mit Bortezomib als mit dem Arm ohne Bortezomib. Und dann, was wurde gemacht? In diesem VMP-Arm haben dann 26% eine antivirale Prophylaxe bekommen und bei diesen Patienten haben nur 3% ein Herpes-Zoster bekommen. Und bei den anderen VMP-Patienten 17%. Also Sie sehen, dass da gezeigt wurde, dass die antivirale Prophylaxe sinnvoll ist und wirksam. Eine andere Studie, da wurde auch bei Patienten mit multiplem Myelom randomisiert zwischen Bortezomib und hochdosiertem Cortison, was insofern interessant ist, weil hochdosiertes Cortison ja bekannterweise die Immunabwehr sehr stark schwächt und man könnte sagen, na, wahrscheinlich wird das dann gleich hoch sein, die Gürtelrose-Rate in beiden Gruppen, aber das hat doch nicht gestimmt, die Cortison-Gruppe hat es doch deutlich seltener als die Bortezomib-Gruppe mit 13% Gürtelrose. Und noch eine Analyse gab es eben, wo einfach unterschiedlichen Studien Patienten angeschaut wurden, die alle Bortezomib bekommen haben und da war die Zosterinzidenz 22%, also mehr als ein Fünftel aller Patienten hat eine Gürtelrose bekommen. Die mediane Zeit bis zum Beginn war 41 Tage, das heißt innerhalb der ersten drei Zyklen der Therapie haben die meisten Patienten diese Gürtelrose bekommen. Also das spricht auch sehr dafür, dass man da eine Prophylaxe macht. Und wie tut man da? Man gibt zum Beispiel Acyclovir oder ein anderes antivirales Medikament während der Therapie mit Bortezomib. Das sind Tabletten, die man schluckt und das senkt das Risiko der Gürtelrose, wie wir gesehen haben, auf fast null. Das sollte eben gemacht werden. Und wie gesagt, eine antibiotische Prophylaxe ist unter Bortezomib-Therapie grundsätzlich auch empfohlen, weil eben auch bakterielle Infektionen erhöht sind. Das habe ich eh schon erwähnt, das ist das Levofloxacin zum Beispiel, das Tavonic oder das Ciprofloxacin, das Ciproxin. Und als letztes spezielles Problem eben die hochdosierte Cortisontherapie. Da haben wir das Problem, dass Pilzinfektionen auftreten können, Candida-Infektionen. Das Problem ist, die hochdosierte Cortisontherapie ist sehr wirksam als Lymphom- und Myelomtherapie. Natürlich mit den neuen Medikamenten geben wir jetzt nicht mehr eine Monotherapie mit Cortison, aber es gehört doch häufig zu den Schemata dazu, also zu den Lymphomschemata, aber auch zu den Myelomschemata, gehört oft dazu, am Anfang sehr viel hochdosiertes Cortison zu geben. Und das führt dann dazu, dass die Haut- und Schleimhäute gegenüber Pilzen sehr abwehrgeschwächt sind. Da können Sie selbst darauf achten, das sind weiße Belege, die auch schmerzhaft sein können, insbesondere im Bereich der Mundschleimhaut. Die Therapie ist im Mund zum Beispiel Nystatin, also Mykostatin-Suspension und gegebenenfalls könnte man auch daran denken, eine Prophylaxe zu geben, eben mit der Mykostatin-Suspension oder auch mit Diflucan-Tabletten. Und Sie sehen eben, so schaut das aus. Das sind eben diese weißen Belege im Gaumen, hier ein bisschen weniger, also das ist sozusagen leichter zu erkennen, aber da muss man schon genau hinschauen, dass man das sieht und das kann auch einfach nur die Zunge betreffen, eine weiße Zunge kann auch bedeuten, dass es hier zu einer Pilzinfektion gekommen ist. Und das sollten Sie selbst auch erkennen können und melden können, das wäre wünschenswert. Was ist die Konklusion? Was können Sie als Patient beitragen? Mal die Impfmöglichkeiten wahrnehmen. Auch Ihrer Umgebung nahelegen, Sie sollen sich bitte impfen lassen, einfach zu Ihrem Schutz. Candida selbst erkennen, haben wir schon besprochen, eben die Belege, die Gürtelrose selbst erkennen, wenn möglich, und sich melden.
bei Zeichen einer Infektion überhaupt frühzeitig melden. Es ist immer wichtig, gerade bei Patienten mit Immunsuppression, dass man frühzeitig beginnt zu therapieren, damit die Infektion keine Chance hat, sich besonders auszubreiten. Und Antibiotika bis zu Ende nehmen, das heißt Compliance, also brav sein, wenn der Patient das, wenn der Arzt das empfiehlt, dann auch wirklich zu Hause die Medikamente fertig nehmen, weil das hat schon einen Sinn eben, diese Prophylaxe und dass man die Infektionen zu Ende behandelt. Und damit bin ich beim Ende. Dankeschön. Danke vielmals.